Und damit ein herzliches Hallihallöchen zu dieser neuen Podcast-Folge von Verwirrung macht Sinn. Ihr kennt all den Namen, ich kenne den Namen, du kennst den Namen, ihr kennt den Namen, wir alle kennen den Namen. Und heute bin ich alleine mit dem Podcast. Das heißt, heute wird es nicht wirklich viele Leute geben, die dabei sein wird. Insgesamt null. Außer man mich mitzählt, natürlich mich. Aber darum soll es natürlich gar nicht gehen, sondern eher darum, um was ich heute eigentlich eher reden will. Und heute wird es eher ein ziemlich persönlicher Podcast, könnte man schon sagen, denn ja, es geht heute eher um mich, aktuell meine Probleme, woran ich arbeiten will, was ich für Lösungen im Kopf habe und allgemein, was ich eigentlich alles so sonst mit euch besprechen will. Im Zusammenhang mit YouTube gibt es auch viel, auch sonst mit Social Media. Noch einmal möchte ich einfach mit euch ein bisschen meine Erfahrungen mit Social Media selbst teilen, was ich damit auch selbst für Probleme hatte, wie es schulisch damit ausgesehen hat und all diese Dinge. Und ja, was soll ich sagen, es gibt einfach viel zu viel, worüber ich eigentlich reden will, aber ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten Punkt und der ist, weshalb ich überhaupt damals eigentlich mit YouTube angefangen habe. Ich habe es eigentlich schon ziemlich oft gesagt, aber ich hatte nie einen wirklichen Grund, mit YouTube anzufangen. Ich habe es irgendwann einfach mal gemacht. Ich weiß, es klingt seltsam im ersten Moment, aber ich hatte nie einen wirklichen Grund. Zum Beispiel, als ich mein erstes Video hochgeladen habe, dieses Haus- und Gefängnis-Video. Das ist auch wirklich das erste Video. Da verarsche ich euch nicht. Das war wirklich das erste Video. Da habe ich das einfach hochgeladen, weil ich wollte halt irgendwie ein Save-File oder so von dieser Welt haben, dass wenn ich sie in 5 Jahren oder so mal anschauen will, dass ich das Video halt auf YouTube habe. Weil es halt auch einfach fast die erste Welt war, die ich je gemacht habe. Es war, glaube ich, die 5. Welt, die ich je gemacht habe. Ja, ich weiß nicht, aber das ist halt heute nun mal so. Ich habe die einfach gestartet oder gemacht im Kreativmodus und wollte das dann halt eben auf YouTube speichern, damit man es halt in 5, 6 Jahren anschauen kann und sich denken, boah, das war eine meiner ersten Welten. Boah, wie alt damals das noch war. Fun Fact, das war der 1.12.2 damals und ich fühle schon ein bisschen Nostalgie, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, wie gesagt, ich hatte nie wirklich einen Grund mit YouTube wirklich anzufangen. Ich habe es ehrlich gesagt einfach nur gemacht, weil, keine Ahnung, wie gesagt, zumindest meint ein Video und da kamen laufend mehr und mehr und mehr Videos. Ich kam auch immer wieder ein paar Abonnenten, manchmal sogar ein paar Likes. Und heute sind wir hier mit 855 Abonnenten, mit einer, ich würde schon sagen, geilen Community und wirklich geilen Leuten, die wir einfach haben. Und auch wenn es dort draußen Leute gibt, die viel größer sind, mit noch besseren Communities, muss ich trotzdem sagen, wir haben eine gute Community und das, was wir hier machen, ist komplett ausreichend und ja, muss ich einfach sagen, es ist immer wieder enjoyable, irgendein Video, ein Stream, ein Short oder was es sich euch zu geben, weil ich weiß einfach, ihr wollt es, ich mag es, ihr mögt es hoffentlich auch und deshalb bringe ich euch das Ganze, weil es einfach schön ist und ja, der Content, den ich mache, ist nicht der beste. Ich weiß, der Content ist nicht der beste, aber ich versuche wirklich, den Content so gut wie möglich zu gestalten, so dass er euch gefällt und mir gefällt. Und ja, ich weiß halt auch nicht so ganz, wann es eigentlich mein wirkliches Ziel auf YouTube ist. Klar, zum einen wäre es natürlich geil, damit Geld zu verdienen und so, aber aktuell ist eher mein Ziel einfach eine gute Community zu haben, mit der wir was machen können und einfach Spaß haben können zusammen. Das ist so mein Hauptziel hier auf YouTube. Und die Musik hat aufgehört. Da ist sie. So, und ja, wie gesagt, wirklich ein Ziel habe ich eigentlich nicht. Ich will halt wirklich hauptsächlich einfach nur wirklich mega Spaß mit euch haben. Und hoffe, dass ihr mit mir auch mega Spaß haben werdet. Und
Ja, das ist eigentlich so mein Hauptziel aktuell auf YouTube. Sonst wäre es halt natürlich geil, die Monetarisierung zu kriegen. Allerdings sind wir dafür natürlich noch zu klein, wie wir es natürlich alle wissen, weil die meisten von euch wissen wahrscheinlich auch, dass man 1000 Abonnenten dafür braucht, was bei mir nicht mal mehr so viele sind, wenn man sich das mal anschaut. Und 4000 Stunden Wiedergabezeit. Ich erkläre euch das gleich, was es ist, aber ich persönlich habe jetzt nur ist jetzt wenig gesagt, also so nur, weil das, was ich habe, ist für Kanalverhältnisse schon viel, denn wir haben aktuell 221 Stunden nun Wiedergabezeit zum heutigen Tage. Heute ist der 1. August 2023. Solltet ihr das also später sehen, könnte es sein, dass wir vielleicht monetarisiert sind. Ist ja unwahrscheinlich, wenn ihr es nach einer Woche seht, aber ja, ihr wisst es. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, vielleicht sind wir ja irgendwann doch monetarisiert. Klar, irgendwann schon, da bin ich mir sicher, aber wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit. Aber gut, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wann die sich nicht mit YouTube auskennen, fragt euch jetzt vielleicht, okay, Kami, du redest hier irgendetwas über Watchtime und irgendeinen anderen Stuff, von dem ich keine Ahnung habe, aber was ist das? Ganz einfach gesagt, die Watchtime ist, das habe ich glaube ich sogar schon im letzten Podcast erklärt, könnt ihr auch gerne abchecken, die letzte Folge. Dort war ich mit Kartungi zusammen und habe dort über verschiedene Sachen geredet, über Social Media, witzige Schulmomente und all diese Sachen. Aber ne, wie gesagt, worüber ich eigentlich reden wollte, ist ja die Watchtime. Und zwar, das eigentlich recht simpel gefasst, wenn du oder wenn ihr, sie, wie auch immer, Video auf YouTube anschaut. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, ihr schaut jetzt ein 30-minütiges Video von, keine Ahnung, MrBeast. Und ihr schaut es an, dann rechnet dann rechnet YouTube, beziehungsweise der Server von YouTube, das um in sogenannte Watchtime. Und je länger ihr damit geschaut habt, desto mehr kriegt ihr natürlich davon. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, yo, ich schaue das Video in doppelter Zeit und gebe ihm für 15 Minuten 30 Minuten Watchtime, dann funktioniert das nicht, weil YouTube dann nur 15 Minuten Watchtime gesehen hat. Das heißt, es wäre schlauer, das Video in halber Geschwindigkeit zu schauen, oder sogar ein Viertel für, glaube ich, 2 Stunden, wenn ich jetzt richtig rechne, damit das halt wirklich mehr Watchtime gibt, als wenn es nur in normaler Geschwindigkeit oder doppelter Geschwindigkeit schaut. Das ist so simpel und einfach gefasst, das, was ich halt weiß von der Watchtime. Ich bin jetzt auch nicht gerade der Beste darin, aber nun ja, so circa das ist die sogenannte Watchtime von YouTube und ich weiß es selber nicht genau, um was es sich eigentlich handelt bei der Watchtime. Also doch, ich weiß schon, was ich machen muss für Watchtime, aber ich weiß auch nicht ganz genau, was mit der Watchtime gemeint ist, im Sinne von, wie die genau funktioniert. Zum Beispiel, ich könnte euch jetzt ja schon sagen, ja, das und das machst du, damit du Watchtime bekommst, aber kann ich nicht sagen, das und das machst du, dass du keine Watchtime bekommst, oder das macht irgendwie die Watchtime kaputt, wenn ihr versteht, wie ich meine. Ich weiß nicht so ganz, aber ja, es ist halt so. Aber alles in allem ist es schon interessant, wie YouTube eigentlich aufgebaut ist. Und nein, ich werde jetzt nicht über die Geschichte von YouTube erzählen. Aber das könnt ihr vielleicht in einem anderen Podcast machen, weil ich weiß sehr viel über die Geschichte von YouTube. Über die verschiedensten Trends, über die YouTuber, die zu jeweiligen Jahren beliebt waren, über verschiedene Hackanfälle, über Ausfälle von YouTube, über was weiß ich, was es noch alles gab. Aber nee, ich weiß sehr, sehr viel von der Geschichte von YouTube. Aber das ist natürlich nicht das, worüber ich eigentlich reden wollte, denn obviously, es geht eher um mich heute, wie ich ja schon gesagt habe. Es geht um das, was ich mit YouTube erlebt habe, was es mir für Probleme bereitet hat, wie es mir schulisch ergangen ist mit YouTube und all diese Sachen. Und ja, darüber will ich jetzt eher mehr reden. Und vor allem, was ich vor allem sagen muss, ist, YouTube hat mir schon sehr gut getan. Ich merke schon, dass ich es sehr, sehr genieße, hier auf YouTube zu sein. Das will ich nicht sagen.
Ich liebe es, hier auf YouTube zu sein. Es ist das Geilste, was ich wahrscheinlich je gestartet habe. Und es ist natürlich weiterhin ein Hobby, wie auch schon von Anfang an. Aber ja, es ist halt einfach bisher schon erfolgreich, aber ich würde sagen, ich könnte noch mehr rausholen. Und nein, ich bin nicht zu faul, ich bin einfach zu dumm, um es irgendwie zu checken. Ist ja leider so. Aber ihr fragt euch vielleicht, okay, du redest hier über schulische Probleme und all das, aber was genau meinst du denn eigentlich? Nun ja, ich weiß nicht ganz, wie in Worte fassen. Aber sagen wir es so, in der 5., 6. Klasse, bei uns in der Schweiz jetzt zumindest, wie ist es jetzt die 7. und 8. glaube ich. Ja, wenn man vom Schweizer originalen Schulsystem ausgeht und nicht sagt so, ja, 6., 7. Klasse. Also 5., 6. Klasse, sondern 7., 8. Es ist ein bisschen kompliziert, das euch jetzt zu erklären. Aber gesagt, bei uns ist der Kindergarten, entweder wenn man so sagt, 1., 2. Kindergarten, dann gehst du in die 1. Klasse bis zur 6. Und dann gehst du in die 1. Orientierungsschule bis zur 3. Oder nimmst du es einfach und sagst, yo, der 1. Kindergarten ist die 1. Klasse und die letzte OAS, also die 3., ist dann die 11. Klasse. Das heißt, die 5. und 6. Klasse wäre die 7. und 8. Klasse. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber auf jeden Fall in der 5. oder 6. Nee, wartet. In der 6. Klasse habe ich den Kanal... Nee, in der 5. Klasse habe ich ihn erstellt. Und in der 6. Klasse begann ich so langsam, aber sicher mal dort drauf aktiv zu werden. Nicht schnell, aber so langsam, aber sicher, wie gesagt. Und dann in der 1., also in der 9. für euch, in der 9. Klasse, begann dann so langsam so leichter Mobbing, beziehungsweise leichtes Verhöhnen von mir wegen dem Kanal. Und da muss ich einfach sagen, das war nicht geil und das habe ich bis Ende der 11. OS, also der 11. Klasse, nicht mehr wirklich weggekriegt. Und das war nicht so geil, aber ich habe mich natürlich nicht runterkriegen lassen. Auf gar keinen Fall. Ich meine, es ist natürlich schon ziemlich scheiße, was passiert ist. Es fällt mir schwer, darüber zu reden, man merkt es. Aber okay, fangen wir mal beim Anfang an, wo es wirklich richtig angefangen hat. Also, ich kam wie jeder andere Schüler logischerweise in die 9. OAS, also in die 9. Klasse. Tut mir leid, wenn ich jetzt heute noch viel OAS sage, aber ich bin es gewohnt, 9. OAS, 10. und 11. OAS zu sagen, anstatt 9., 10., 11. Klasse. Tut mir leid, aber ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall kommst du ganz normal wie jeder andere in die 9. Klasse und ja, die ersten, vielleicht, keine Ahnung, 3-4 Wochen verlief nichts, verlief es eigentlich recht normal, ohne wirkliche Probleme. Aber irgendwann hat es dann so plötzlich angefangen, so leichte Hates gegen das zu kriegen oder eher so leichte Verspottungen dagegen. Ich würde es natürlich sagen, dass es wirklich ein Hate war, aber so schon so langsam so Richtung Verspottung. So, ja, zum einen war es nicht wirklich schlimm, weil das meiste war einfach so, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, das meiste war so eher so die kleine, ja, Kami Noob, Kami, keine Ahnung, Kami Depp, Kami Idiot, ihr versteht, einfach so kleine Namensänderungen, die einfach so ein bisschen weniger nett sind. Hieß ich zu dem Zeitpunkt schon Kami Tendo, also der Kanal. Ich weiß nicht, vielleicht kann es sein, dass sie zu dem Zeitpunkt noch Nintendo hieß. Keine Ahnung, wieso ich damals sagte, Nintendo war ein geiler Name. Bei den Namen gibt es 20.000 Mal auf YouTube gefühlt. Keine Ahnung, ich habe gerade meinen Kopfhörer rausgerissen. So, aber ne, den Namen gibt es irgendwie 20.000 Mal auf YouTube. Keine Ahnung, was ich mir damals dachte. Aber irgendwann hat mich dann doch die Vernunft getroffen und gedacht, Bro, Nintendo klingt so scheiße, Digga. Kami Tendo wäre viel geiler. Und dann habe ich mich dazu entschieden, den Kanal in Kami Tendo umzubenennen. Und
auch wenn ich wirklich froh bin, wirklich, ich bin sehr, sehr froh, ihn in Kamitendo umbenannt zu haben, kam trotzdem nach einer Zeit einfach so der, ich sag mal, Hate gegen den Namen zum Beispiel. Zum Beispiel kamen viele einfach, yo, kann ich ein Autogramm? Und ich dachte mir so, ja komm, das ist wahrscheinlich als Joke gemeint, gebe ich dir das mal so. Und ja, irgendwann war es da schon sehr neu, weil ich viel gefragt wurde für ein Autogramm. Was mich sehr genervt hat, weil ich wusste, dass sie es nicht ernst meinen oder auch andere Sachen. Ich kann es nicht mal richtig in Worte fassen, weil ich nicht weiß wie. Aber was ich halt sagen kann, ist einfach so sehr viel einfach mit Mobbing in Anführungszeichen zu tun. Und ich muss schon sagen, ich hab danach sehr viele Male gedacht, einfach den Kanal wirklich sein zu lassen, weil ich wurde wirklich sehr genervt darüber. Und hab mir gedacht, soll ich den Kanal löschen? Soll ich es einfach alles sein lassen? Und in meinem wirklich verzweifelsten Moment von mir, kam das Beste, was dem Kanal hätte passieren können. Und zwar ein wirklicher Schub an wirklichen Erfolg. Ich sag's mal so, das war der erste wirklich goldene Erfolg vom Kanal. Denn es war so, zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht, keine Ahnung, 40, 50 Abonnenten vielleicht. Vielleicht sogar 60, ich weiß nicht. Aber dann plötzlich ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe einfach so ein Short hochgeladen, dieses Aratul-Short. Habt ihr vielleicht sogar mal gesehen. Auf jeden Fall, ich habe das so auf ganz chillig hochgeladen und habe mir gedacht, ja, es wird eh niemand sehen. Aber aus irgendeinem Grund ging das Ding so richtig viral. Das ging so richtig steil, wenn du die Analytics geschaut hast. Da stand manchmal 999% mehr als üblicherweise von den Aufrufen. Und nicht nur das Ding wirklich verdammt, tut mir leid, ein Fluch, aber das Ding hat so verdammt viele Aufrufe gekriegt. Das war nicht das Einzige, was mich happy gemacht hat. Das Ding hat mir ungelogen jeden Tag mindestens 30 neue Abonnenten gebracht. Die meisten davon sind jetzt zwei wieder weg. Aber mindestens jeden Tag 30 neue Abonnenten war. Das war für mich so einer der Momente, die gesagt haben, yo, bleib an YouTube dran. Egal was jetzt passiert, du bist weitergekommen als je zuvor. Bleib dabei. Und diese Meinung habe ich jetzt bis heute. Weil heute weiß ich, yo, selbst wenn mal nichts läuft oder selbst wenn du gemobbt wirst, stoppe nicht wegen anderen Leuten. Geh weiter. Das kann ich auch allen anderen sagen jetzt. Egal ob ihr YouTube macht, ob ihr, keine Ahnung, das Ziel habt, keine Ahnung. Also sich Profi-Fußballer zu werden, Profi-Basketballer, Profi-Kletterer, Profi, keine Ahnung was. Oder ob ihr einfach irgendwie, keine Ahnung, reich sein werdet. Hört nicht auf, bevor ihr wirklich sagt, jo, es bringt wirklich nichts, ich werde das wirklich nicht schaffen. Die anderen haben recht, es ist wirklich dumm, was ich mache und es bringt mir nichts. Erst wenn ihr selber wirklich 100% überzeugt seid, dass es euch nichts bringt, dass ihr es wirklich nie schaffen werdet, dass es komplett dumm ist, das durchzuziehen, dann und erst dann solltet ihr wirklich überlegen, aufzuhören. What the fuck? Das kann einfach ein Vogel gegen die Scheibe von meinem fucking Badezimmer geflogen und das habe ich gehört. Okay, aber nee, wie gesagt, nicht aufhören, bevor ihr nicht wirklich ein Ziel habt. Oder euer Ziel entweder erreicht habt oder wisst, yo, ich werde das Ziel nie erreichen und es ist dumm, dass ich das angefangen habe. Denn genau das war damals meine Meinung. Ich habe gedacht, Bro, ich bin viel zu dumm, das angefangen zu haben. Ich muss das aufhören. Aber Freunde, wir wissen ja natürlich alle, ich hab nicht aufgehört. Und selbst wenn wir jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 855 Abonnenten stehen und nur 75.303 Aufrufe haben,
fehlen uns trotzdem nur noch 145 Abonnenten. Bis zu den 1000 und 45 bis zu den 900. Also, Freunde, wenn ihr ihr habt und wirklich nett seid. Gut, die Leute, die jetzt auf Spotify hören, haben natürlich ein bisschen geschissen. Wobei, ne, eigentlich nicht. Also klar, ich weiß, es wird noch lange nicht auf Spotify kommen, aber... Leute, seid mal ehrenhaft und lasst mal ein Abo da. Denn jedes Abo ist wirklich Gold wert. Und es ist kostenlos. Ihr zahlt keinen Cent, Dollar, Pfund, Rappen, was auch immer es noch für Werbung gibt. Absolut kostenlos. Und ja, lasst natürlich auch gerne ein Like da. Und wenn ihr bisher hier geschaut habt, dann danke sehr, denn das bedeutet mir sehr viel, weil normalerweise werden die Podcasts nicht oft oder allgemein meine Videos nicht oft angeschaut. Also danke sehr, wenn du bis hierhin geschaut hast. Das bedeutet mir schon sehr viel. Bro, what the fuck? Aber nee, wie gesagt, vielen Dank. Aber ja, allgemein auch hatte ich sehr oft wirklich den Gedanken, mit YouTube aufzuhören, aber ich habe es zum Glück nie gemacht. Und ich weiß auch heute, yo, die Videos werden vielleicht manchmal nicht so gut performen, vielleicht wird auch manchmal ein Video gar keine Aufrufe kriegen, das wäre vollkommen in Ordnung für mich. Aber ja, ihr wisst, Erfolg ist nie einfach. Egal wo. Außer ihr seid irgendwie, keine Ahnung, was für ein Meister, der vom Himmel gefallen ist, aber der Erfolg ist nie einfach, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Es gibt nichts, das ohne Erfolg einfach ist. Also es gibt nichts, wo es einfach ist, Erfolg zu kriegen. Egal, ob ihr auf Social Media berühmt sein wollt, für Erfolg oder keine Ahnung wo. Es ist immer ein harter Weg bis nach oben. Und genau das dürft ihr nie vergessen. Es ist ein harter Weg bis nach oben. Nein, ich bin kein Sensei, bevor es jemand fragt, oder Meister oder was weiß ich was. Aber glaub mir, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, bis nach oben zu kommen. Klar, jemand wie Mr. Beast, für den ist das kein Problem mehr, aber... Wirklich, Freunde, es gibt nichts Schwereres, als einen Erfolg zu kriegen. Selbst wenn jetzt ein Video von mir mal wirklich gut performt, zum Beispiel auf dem Gaming-Kanal, ist ein gutes Beispiel. Das war eine einmalige Sache. Weil halt eben gerade in dem Zeitpunkt, das, was ich hochgeladen habe, einfach komplett im Trend war. Und zwar war das einfach nur so ein kleines Minecraft-Video, wo ich nicht wirklich viel gemacht habe. Ich habe einfach nur aufgenommen. Ich habe es einfach nur aufgenommen und hochgeladen, das war's. Und ja, das ist ein Let's Play-Kanal, ja. Dort kommen ungeschnittene Videos hoch und komplett eben so gut wie möglich im kompletten Let's Play-Style und so wenig wie möglich halt eben geschnitten. Und ja, was soll ich sonst sagen? Es ist wirklich einfach schwer, also. Solltet ihr versuchen, wirklich auf Social Media, sonst irgendwo, egal ob es, keine Ahnung, Instagram, Facebook, auch wenn das wahrscheinlich kein Schwein mehr juckt, aber nutzt, oder Twitter, Discord, keine Ahnung, Kick, YouTube, Twitch, wo auch immer. Klar, auf Twitch ist jetzt einfach, aber da kannst du ziemlich schnell Viewer kriegen, aber wirklich, Freunde, es ist wirklich schwer, weil... Glaub mir, es ist unglaublich. Und ich meine, ich würde selbst nicht sagen, dass ich Erfolg habe. Klar, meine Videos werden oft geschaut, so im Durchschnitt 10 Mal, 10 Aufrufe. Aber trotzdem, glaube ich, es ist der Durchschnitt von 10 Aufrufen. Aber trotzdem, Freunde, es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Es ist nicht einfach, sich irgendetwas aufzubauen. Und ich rede ja aus Erfahrung. Ich meine, ich bin seit über einem Jahr bei 855 Abonnenten circa. Also, es ist wirklich nicht einfach.
Und klar, es wäre cool, wenn wir die 900 Abonnenten in diesem Jahr schaffen. Es wäre natürlich schon cool. Ich würde mich wirklich mega freuen, weil ich habe auch ein geiles Special für euch. Und ich sag so viel, es wird ein Special, das erwartet man wahrscheinlich nicht. Ich sag so, es wird sehr viel mit Modding und sehr viel mit Minecraft zu tun haben. Ja, oder ich habe zwei Special-Ideen. Entweder mache ich halt, wie gesagt, dieses Minecraft Modding Special. Und dann ist es nicht einfach so, ja, hey, schau mal, ich habe eine coole Spitzhacke in Minecraft kreiert, die 50.000 Mal pro Sekunde etwas abbauen kann. Nein, es wäre, wenn ich das machen würde, wäre es halt wirklich so ein Special, wo ich wirklich versuche, extra alles, was irgendwie im Kanal drin ist, egal ob es Memes sind, Kanal-Memes, ob es Insider sind, ob es, keine Ahnung, einfach allgemein mit dem Kanal selbst zu tun hat, ob es die ganzen Profilbilder sind, die ich vielleicht irgendwann mal hatte, oder sonst irgendetwas, einfach, wenn, dann wäre es irgendwie eine Kanalmod, die so gut wie möglich so viele Sachen in die Mod reinbekommt. Oder. Ich erstelle ein Spiel. Ein wirklich gutes Spiel. Wo auch Code enthalten werden wird. Wo ich, keine Ahnung, entweder wirklich ein Spiel erstelle, wo es darum geht, die Kanalmemes wirklich zu fangen. Also meine Idee wäre dafür. So, die Story ist so, yo, jemand schaut meine Videos. Oder sagen wir jetzt mal, du bist jetzt die Person von dem Spiel. So, genau, du bist die Person von dem Spiel. Und du schaust so meine Videos, oder halt mein Video, und auf einmal explodiert gefühlt dein PC, oder Handy, oder was auch immer. Und heraus kommen alle Memes. Also es wurden so alle Memes heraus vom Kanal. Und deine Aufgabe ist es, sie alle wieder einzusammeln. Und das wäre natürlich viel zu langweilig, weil man könnte natürlich einfach RNG rumlaufen und sie suchen. Aber das ist natürlich nicht das. Denn ich habe so die Idee, wie so eine Art Mini-RPG zu bauen. So, damit du die Memes kriegst, musst du zuerst die stärkeren Versionen, die sich evolutioniert haben, oder die, ich sag mal, Schattenversionen von denen, musst du zuerst besiegen, und dann kannst du da hinkommen und es wird ein kleines Leveling-System geben. Nicht so groß, so klein, damit du halt ein bisschen dich aufleveln kannst mit Stärke, vielleicht ein bisschen Sprungpower und so, was weiß ich, wir sehen ja dann. Oh, na, mir kommt noch eine dritte Idee gerade in den Sinn. Ich versuche, ein komplettes Best-of für die 900 Abonnenten zu machen. Mache ich ein Best-of von meinen gesamten Kanalinhalten. Ich weiß, es gibt viele Videos, wo nichts ist außer das Video. Aber trotzdem, ich versuche ansonsten einfach ein Best-of zu machen von meinem Kanal oder von irgendeinem Stream oder mache irgendetwas. Aber Hauptsache, und das sage ich nun jetzt, Hauptsache, es hat mit dem Kanal zu tun. Weil das ist das, was mir wichtig ist. Dass es etwas mit dem Kanal zu tun hat. Und nicht einfach, da, Special, boom, fertig. Ich möchte, dass es wirklich etwas mit dem Kanal zu tun hat. Oder, ich spiele dieses Mal Minecraft blind durch. Habe ich ja schon gemacht. Das Special findet ihr auf meinem Kanal. Lal, müsste sein, aber das findet ihr auf meinem Kanal. Im Special-Ordner, glaube ich, ist das Special. Bro, meine Nase hat heute wieder mal die größten Probleme ever. Und dann, ich habe keine Pollenallergie. Und selbst wenn, das Fenster ist geschlossen. Aber, nun ja. Ich werde schon ein bisschen nostalgisch, ich merke es gerade. Aber ja. Wie ihr auch sicherlich bemerkt habt, habe ich noch einige Themen nicht angesprochen.
Zum Beispiel habe ich ja gesagt, dass ich schon ein bisschen auch in Anführungszeichen im Stress bin wegen YouTube oder dass es mich einfach stresst. Und das Ganze ist eigentlich recht simpel. Ich würde schon sagen, dass ich ein Content Creator bin. Das würde ich schon sagen. Ich würde nicht direkt sagen, dass ich YouTuber bin, aber ich würde schon sagen, dass ich Content Creator bin. Denn ja, ich mache regelmäßigen Content, ich mache regelmäßig Uploads. Und ja, das ist so das Ding. Nur das Ding ist halt, ich stresse mich, weil ich habe nicht viel Zeit zum Editieren und Aufnehmen. Die einzige Zeiten, die ich habe, jetzt mal abgesehen jetzt gerade von den Sommerferien, denn jetzt habe ich ja jeden Tag Zeit. Deshalb bin ich jetzt nicht so im Stress. Aber während den Schulzeiten habe ich Freitag, Samstag und Sonntag eigentlich Zeit dafür. Und Freitagabend. Aber dort will ich halt meistens streamen, weil es der Tag ist, an dem ja jeder dann frei hat. Deshalb ist das dann kein Problem. Oder Musik hat gestoppt. Aber ja, dort hat jeder nochmal Zeit. Und sonst samstags nehme ich meistens auf und bearbeite danach die Videos. Und am Sonntag meistens bin ich sonntags immer noch am Editieren oder mache dann noch die Thumbnails. Ja, das ist halt so, dass das, was ich halt meistens mache. Und das ist auch der Grund, weshalb nur 2 Videos pro Woche kommen. Ihr könnt easy mehrere Videos pro Woche bringen. Mehr als 2. Ihr könnt easy jeden Tag ein Video bringen. Aber ich habe halt nur mal ziemlich viel Stress. Und deshalb ist es sehr, sehr schwer für mich, wirklich einen guten Ablaufplan zu finden, der mehr als 2 Videos hat. Gaming-Kanal kein Problem. Das ist ja Uncut. Deshalb, dort kann ich hochladen, wäre kein Problem, aber ja, Hauptkanal ist halt so das Ding dort. Dort muss ich halt geschnittene Videos bringen. Und pro Video bin ich schon gut 2 Stunden dabei zu editieren. Also, ja, ihr seht, es ist schon krass, was man alles machen muss. Für gute Videos braucht man schon ziemlich viel Zeit. Brauche bis schon eine halbe Stunde einfach drüber geredet, wie wichtig ich es finde, dass das YouTube existiert. Also klar ist das Thema des Videos, klar, aber trotzdem schon ziemlich interessant. Oh, jetzt habe ich gespuckt. Aber ja, ich finde einfach, es ist schon krass. Also wenn ihr darüber nachdenkt, YouTuber zu werden oder eben Content Creator, wie ich es jetzt sagen würde, dass ich bin, muss ich schon sagen, ja, es ist verdammt streng. Am Anfang vielleicht nicht. Gut, klar, wenn ihr jetzt 18 seid und jetzt einfach zu viel Freizeit habt, dann klar ist das für euch natürlich einfach, aber jetzt für mich persönlich, weil zum einen natürlich wegen der Schule, aber zum anderen, weil natürlich auch, wie ihr natürlich wahrscheinlich die meisten wissen, ich hab hier 3 Nichten und einen Neffe. Und das ist halt das Problem, wenn die laut sind oder wenn die hier sind, ist es schwerer aufzunehmen, weil die sind manchmal also wirklich einfach extrem laut. Und wenn die halt extrem laut sind, stört das natürlich die Aufnahme. Aber das wäre nicht das, was mich wirklich stört. Denn was mich wirklich stört ist, wenn sie einfach hier reinkommen, irgendwie hier etwas machen und ich währenddessen nichts machen kann, weil sie eben hier sind. Dann muss ich einfach hier sitzen, schweigen und nichts machen und warten, bis sie weg sind. Also bis sie wieder aus dem Zimmer sind und ja, die Tür zugemacht haben. Das ist natürlich ziemlich nervig, aber daran habe ich mich jetzt schon sehr gewöhnt, aber es nervt mich bis zum heutigen Tage schon ziemlich. Aber es hat mich nie davon abgehalten, die Videos zu veröffentlichen oder sogar zu bringen. Also, weit aufzunehmen, meine ich. Ja, aber es stresst mich einfach und ich merke auch einfach, wie der Stress sich wirklich auf meine
auf meine Psyche ausgewirkt hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine schlechtere Psyche habe, aber ich merke einfach, wie der Stress von YouTube mir meine Laune wirklich, wirklich gesenkt hat. Also ich glaube, hätte ich nicht so einen Stress wegen YouTube, ich werde nicht aufhören, keine Sorge, aber ich glaube, hätte ich nicht so einen Stress wegen YouTube, wäre ich wahrscheinlich viel, viel, viel besser gelaunt. Aber ja, der Stress von YouTube, ja, der gibt mir schon so ein bisschen schlechtere Laune. Und ich weiß, viele denken sich jetzt, aber in den Videos, Streams und so weiter bist du auch immer gut gelaunt. Ja, weil ich mich drauf freue. Und weil ich weiß, dass sobald ich live bin, ist einfach wieder mega geil. Weil ich kann wieder richtig geile Videos aufnehmen. Ich kann wieder richtig geil einfach reden. Mit euch reden im Livestream. Und einfach das Gefühl einfach zu wissen, yo, du bist live. Und dir schaut vielleicht sogar jemand zu, ist einfach so schön. Also, klar, es gibt natürlich irgendwie Psycho oder so, aber es ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, yo, es gibt dort jemand, der dich feiert und sich deine Videos auch wirklich gerne anschaut. Das ist einfach immer, immer schön. Und ja, wie gesagt, ich liebe es für euch, Videos aufzunehmen. Ich liebe es. Ich liebe es auch selbst, weil ich weiß dadurch, dass ich meine sprachlichen Künste noch mehr verbessern kann. Und eine Sache, wirklich eine Sache, die mir YouTube wirklich geholfen hat, ist Augenkontakt. Ich hatte, bevor ich wirklich diese Webcam hatte, die ich jetzt habe, wirklich fast gar keinen Augenkontakt. Egal mit wem ich geredet habe, ich hatte fast keinen Augenkontakt. Und es ist eigentlich fast selbstverständlich für mich, in die Kamera zu schauen. Weil ich eben einfach gelernt habe, yo, Augenkontakt ist wichtig. Und ich kann es auch mit anderen Leuten kann ich jetzt einfach in die Augen schauen. Weil davor hat sich das für mich so seltsam angefühlt. Aber jetzt weiß ich einfach, yo, in die Augen schauen, ja, ist halt kein Problem mehr. Und Betonung, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich viel gut betone. Das müsst ihr jetzt selbst in den Kommentaren entscheiden. Gut, die von Spotify könnt ihr mir einfach in die YouTube-Kommentare schreiben. Ich bin überlegen, ob ich es auf Soundcloud hochladen soll, aber ich glaube nicht. Aber ne, wie gesagt, ich habe bei dem einfach gelernt, viel besser Augenkontakt zu halten. Und ob ich jetzt besser betone, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich kann es selbst nicht beurteilen. Klar, ich höre mich viel im Editing und so, aber ich bin wirklich schlecht darin beurteilen, ob man jetzt betont oder nicht. Aber das spielt natürlich nicht wirklich eine Rolle jetzt für mich, weil, oder beziehungsweise mir persönlich wäre es jetzt egal, ob jetzt jemand betont oder nicht, solange die Person vor mir unterhaltsam ist, im Sinn von, yo, auch wenn sie vielleicht nicht betont und es klingt langweilig zuzuhören, macht sie vielleicht so Gestikulierung und so. Und dann ist es vielleicht wieder ein bisschen angenehmer, weil ich einfach weiß, yo, sie will mir das erklären und ist nicht einfach so und denkt sich so, ich erzähl dir das mal so, weil ich gar Bock drauf hab. Aber nee, das ist doch eine Sache und ja. Der Stress um YouTube hat sich das natürlich während der Sommerferien sehr gebessert, weil, gut, allgemein in den Ferien bessert sich der Stress um YouTube immer, weil ich habe Ferien, ich muss nicht komplett das Wochenende vorproduzieren. Ich kann, wenn ich will, am Montag aufnehmen und das dann am Dienstag, Mittwoch, das wieder editieren, damit es schon am Donnerstag kommt. Und am Donnerstag könnte ich dann das Video für den Montag aufnehmen, Samstag, Sonntag, Freitag editieren und all das. Und ist halt schon sehr, sehr schön, wenn du einfach weißt, yo, du hast keinen Stress, es ist alles gut. Und ja, ansonsten habe ich halt während den Schulwochen halt eben immer Stress. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aussehen wird, weil, wie wir alle wissen, oder die meisten wissen, ich habe hier mit der
wie sagt man jetzt dem? Obligatorischen Schule, genau. Habe ich jetzt fertig. Ich habe die 11. Klasse fertig. 11. OS, wie auch immer. Habe ich fertig. Und jetzt geht es halt eigentlich wirklich darum, eigentlich einen Job zu machen, aber ja, gut, habe jetzt leider abgelehnt. Und ja. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich keinen Job. Aber ich mache noch ein Jahr weiter Schule. Und mal schauen, wie es dort aussieht. Wenn ich weniger Stress haben werde, dann wäre es natürlich schon sehr geil, weil ich hätte schon wirklich sehr, sehr viel Lust drauf, für euch täglichen Content zu bringen. Oder zumindest 3 Videos pro Woche. Mal abgesehen von den Streams, die nach dem Livestream auch als Videos gelten von YouTube, aber ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffe für dieses Schuljahr, muss man ja sagen, ob ich es dann schaffe, einen besseren Uploadplan zu kriegen als sonst. Mal schauen. Ich würde zwar schon sagen, dass ich es schaffe, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, was ich natürlich definitiv sagen kann, ist, ich freue mich auf das neue Schuljahr, auf neue Klassenkollegen, Kameraden, weil glücklicherweise und wirklich das erste Mal, dass ich froh bin, nicht mit jemandem aus meiner alten Schule in der Klasse zu sein, ist dieses Schuljahr, weil dieses Schuljahr werde ich niemandem erzählen, dass ich YouTube mache. Ich werde niemandem sagen, wie ich auf YouTube heiße. Ich werde niemandem sagen, wie viel, was ich in meiner Freizeit mache. Außer lesen und klettern, weil das sind meine Hobbys. Ich werde niemandem etwas von YouTube erzählen. Außer halt den Typen, die ich sonst schon auf dem Discord kenne. Also meinen Kollegen. Aber sonst niemandem. Keinem einzigen Schüler oder Schülerin, Klassenkamerad, Kameradin, wie auch immer, werde ich erzählen, dass ich YouTube mache. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich das nicht mache, werden gar nicht erst Verspottungen und all diese Sachen kommen. Ich werde es niemandem erzählen. Und das hat eben einfach gut. Und ja, was mich halt sonst noch genervt hat, ist, ja, Samstag auf Sonntagnacht oder Sonntagnacht auf Montag, die war ereignisvoll, sagen wir es so. Ich rede immer noch nicht gerne darüber, aber ihr wisst wahrscheinlich, ich habe einen Discord-Server. Und die Leute, die sich mit Discord auskennen, kennen wahrscheinlich den Begriff Newton. Und die Leute, die nicht wissen, worüber ich rede, macht euch keine Sorgen, ich erzähl's euch. Und zwar, einfach gesagt, wenn ein Discord-Server genuked wird, ist das sozusagen, yo, irgendein Typ auf deinem Discord-Server hat es auf irgendeine Art und Weise geschafft, Admin-Rechte zu kriegen. Oder besser gesagt, Administrator, OP-Rechte, oder was auch immer. Auf jeden Fall, er hat es einfach irgendwie geschafft, an den Admin-Rang zu kommen und dadurch komplette Server freihalten. Das heißt, er könnte Kanäle löschen, er könnte Sprachkanäle löschen, er könnte Nachrichten löschen, er könnte Nicknames hinzufügen, entfernen, er könnte Kanäle umbenennen, Sprachkanäle umbenennen, Kategorien umbenennen, er könnte Bots hinzufügen, Bots entfernen, Leute bannen, kicken, Timeouten, ihr könnt 10.000 verschiedene Sachen machen. Auf jeden Fall, ja, einfach, ihr werdet kurz gesagt einfach Gott, genauso wie ich auf meinem Discord-Server und alle Admins, die dort sonst auch noch sind. Und auf jeden Fall, ja, haben irgendwann plötzlich sehr viele Admins gehabt. Und das war wegen einem Fehler von mir, den ich irgendwie nicht ganz bedacht habe. Also,
Der Fehler lag zwar zum größten Teil bei mir, aber die Leute, die den Fehler ausgenutzt haben, die wurden gebannt, weil sie haben danach genügt. Unter anderem sind das, nein, eigentlich ist es nur, ich glaube, es ist nur Mal, den ich auch persönlich kenne. Und der ist auch auf Discord inzwischen geblockt. Und natürlich auf meinem Discord-Server gebannt. Genauso wie sein zweiter Account auch. Oder beziehungsweise sein Kollege, der mit ihm den Account geteilt hat, ist auch gebannt und geblockt. Also über die müsst ihr euch keine Sorgen machen, Freunde. Am besten ist, wenn sie euch irgendwann mal aus welchem Grund auch immer schreiben, einfach blockieren. Der eine heißt Mattis und der andere heißt einfach Mal. Mal der N-I-G-E-R. Ja, wisst welches Wort ich meine. Und der andere einfach Mattis, alles klein, M-A-T-T-I-S. Nein, das bin nicht ich, auch wenn mein Nachname Mattis heißt. Mein Nachname ist halt M-A-T-H-I-S. Ich meine, warum sollte ich meinen eigenen Server nuken? Oder einfach allgemein irgendetwas ausnutzen? Aber nun gut. Weg damit. Er hätte unter Umständen den Server löschen können. Aber glücklicherweise waren wir schnell genug, um ihn zu stoppen und alle anderen. Okay, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wen meinst du mit wir? Ganz einfach, meine Community. Und ich habe ganz ehrlich, euch, weil mit dir auf Discord, noch nie so gegen etwas kämpfen sehen oder für etwas sein, wie diese Woche auf dem Discord-Server. Also wirklich, es war unglaublich, was passiert ist. Und wirklich, da muss ich einfach noch meinen größten Dank aussprechen an Katongi, dem könnt ihr auf YouTube folgen, Katongi TV, an Gotzlinger, an Krapfenfresser, an Jason07, an Karl und einfach allen, die noch kamen, weil es waren eine verdammte Menge Leute, die geholfen haben. Und natürlich ihr auch. Natürlich, mich darf man nicht vergessen. Ich habe wirklich auch mitgeholfen. Ja, es war eine sehr turbulente Nacht. Aber was ich sagen kann ist, es geht dem Server gut. Er ist nicht gelöscht worden. Es geht dem Server noch gut. Und ja, wie gesagt, Mattis, Mal und alle, die irgendetwas mit dem Server gemacht haben, die wurden alle gebannt. Und sollen sie auch wirklich irgendwann schreiben, einfach in Ruhe lassen, nicht beachten, denn das ist das Beste, was ihr machen könnt, um ihnen zu umgehen. Um sie zu umgehen, meine ich. Und ja, wie gesagt, der Discord-Server ist wieder gut und ihr könnt natürlich gerne unten in der Beschreibung gerne den Discord-Server joinen. Es ist komplett gratis, ihr werdet dort eine mega geile Zeit haben und es sieht auch viel besser aus als davor. Also es lohnt sich dort wirklich mal vorbeizuschauen. Ich will in nächster Zeit auch Community Events machen. Sehr viele sogar. Und ja, vielleicht sind wir jetzt auf dem Discord Server. Und ja, die Community Events werden mit verschiedenen Rängen für den ersten, zweiten, dritten Platzierten natürlich belohnt. Und natürlich werden auch alle, die mitgemacht haben, trotzdem einen mitgemacht dran kriegen, bei was auch immer ihr mitgemacht habt. Aber ich kann schon so viel sagen, die Community Events werden sehr oft kommen, also wenn ihr eins verpasst, ist das gar nicht schlimm, denn das nächste wäre schon quasi wieder vor der Tür. Und das kann ich jetzt schon sagen. Das erste Event in Anführungszeichen ist, ich will einfach mal sehen, was ist euer Rekord in Speedpitching in Minecraft. Egal wo. Egal auf welchem Server, es wird mich einfach mal interessieren. Gut, die Leute, die jetzt kein Minecraft haben, haben natürlich da ein bisschen verkackt, aber die Leute, die kein Minecraft haben, ja. Schickt mal einfach eure CPS. Es ist auch interessant. Aber ja, ich würde sagen, schickt mir dann einfach am besten ein Video von YouTube oder ein Bild, je nachdem. Das kann man ja auf Hypixel oder anderen Servern einfach sehen, wie viele Blöcke ihr hattet. Und ja, das soll's gewesen sein. Joint dem Discord-Server. Und ja, ich weiß jetzt nicht, über was ich noch reden sollte.
Ja, aber wie gesagt, Freunde, es ist wirklich unglaublich, was YouTube dann machen kann. Ich hatte natürlich sehr viele geile Momente auf YouTube, aber natürlich auch sehr viele traurige. Und sehr viele Momente, bei denen ich mir dachte, ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Also ich meine, ich will nicht sagen, dass ich YouTube hasse, auf gar keinen Fall. Und ich würde auch nie sagen, dass ich es bereue, YouTube gestartet zu haben. Wie gesagt, ich mag es, hier auf YouTube zu sein. Es ist das Ding so, ja, es ist halt, zum einen ist es YouTube und es ist mega geil, aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich nicht mehr in der US bin oder allgemein in der obligatorischen Schule, weil ich hatte schon sehr viele Deppen dort. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Und sagen wir es mal so, YouTube hat mich sehr vieles gelernt. Zum einen, mach nichts ohne zu überlegen. Was ich damit meine? Well, sag niemandem irgendetwas ohne die Konsequenzen zu überlegen. Das habe ich sehr, sehr gut gelernt. Und ja, ich muss zum Beispiel auch sagen, zum Beispiel mein Lila Münzen Song, kennt ihr vielleicht. Wahrscheinlich kennt ihr den sogar sehr gut. Denn der hat 500 Aufrufe und irgendetwas. Ich weiß jetzt nicht die genaue Aufrufzahl, aber ja, zum Beispiel auch den. Den hat mich das ganze Jahr immer verfolgt. Und ich wurde ständig immer wieder mit, ja, Lila Münzen, mit diesen zwei Wörtern ständig wieder angesprochen. Ja, es war sehr nervig. Und ich wüsste nicht mal, wie populär mich das, also YouTube, wie populär mich das insgesamt in der Schule gemacht hat. Ich weiß nur, dass mich sehr, sehr viele danach gekannt haben. Und ich will nicht mal sagen, dass es schlecht ist. Ich will es nicht sagen, aber... Mir ist gerade die Aufnahme gecrashed, ich hab's gerade gesehen. Ich war gerade glücklicherweise zu dem Zeitpunkt auf OBS. Und dann hab ich nicht auf Aufnahme stoppen gedrückt. Aber nee, wie gesagt, ich hab ja gesagt, ja, dass es sehr nervig war, dass ich halt von den Lila Münzen und so, dem Lila Münzen-Song so getriggert wurde, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute mich danach gekannt haben, wegen dem Kanal. Aber ich würde sagen, wenn wir mal annehmen, dass wir Platz 1 der beliebteste haben und Platz, sagen wir mal, 500 der unbeliebteste ist, würde ich sagen, ich war mindestens von dem Bekanntheitsplatz, sagen wir den Bekanntheitsplatz, genau, würde ich sagen, ich bin mindestens in den Top 25 gewesen mit diesem einen Lied oder mit diesem Kanal. Und war schon nervig, aber I mean, was hätte ich großartig dagegen tun können, weil viel hätte ich eh nicht dagegen tun können, außer halt nur mal, ja, einfach hoffen, dass alles einigermaßen gut ging. Ich weiß nicht, vielleicht wird es in der neuen Schule wiederholen, aber ich hoffe es mal nicht, weil es wäre sehr nervig für mich. Und so viel würde ich nicht aushalten. Also, ganz ehrlich, so viel könnte ich nicht aushalten. Also, ich weiß nicht. Vielleicht geht ihr ja da ganz anders an die Sache ran. Vielleicht denkt ihr auch, ich bin ein komplettes Weichei. Ja, für mich in Ordnung. Aber, wie gesagt, ich war einfach wirklich so am Ende danach mit meinen Kräften. Ich könnte euch ganz ehrlich gesagt nicht mal sagen, was schlimmer war. Ob es schlimmer war, dass ich nun ja von dem gemobbt wurde, oder ob es schlimmer war, dass ich einfach mich nie wirklich dagegen gewehrt habe. Ja, aber klar, habe ich immer wieder gesagt, yo, es nervt, könnt ihr jetzt mal aufhören? Yo, es ist scheiße triggern, bitte hört auf. Ey, es ist wirklich doof, was ihr macht, hört jetzt mal auf und all diese Sachen, aber irgendwann war dann doch die Schule zu Ende, ohne dass sie aufgehört haben, aber ich weiß nicht. Vielleicht wird's wirklich aufhören. Und das
Das wäre wirklich das Geilste, was ich mir wünschen könnte. Okay, ja, ich glaube, viel mehr kann ich nicht sagen. Wie gesagt, join gerne den Discord-Server, der Link ist dort unten in den Kommentaren. Lasst ein Like da, ein Abo und drückt die Glocke, um nichts mehr in der Zukunft zu verpassen. Und ja, viel mehr kann ich nicht sagen, außer ja, schreibt vielleicht einen Kommentar und passt drauf, draußen auf euch auf, die Welt ist heutzutage sehr gefährlich und ja, ah ja, Kamitendo, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, und bis dahin, und vielleicht bis im Stream, und sonst bis im nächsten Video, vielleicht sehen wir uns auch gar nicht mehr, aber ja, bis dahin, ah ja, Kamitendo, ciao, ciao.